Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den sechsten Boss aus Akku 40, Prinzessin Huron, an, welche neben etwas Koordination auch 15 Melees sowie Jäger mit Naturwiderstand benötigt. Falls ihr uns kostenlos supporten möchtet, lasst uns doch super gern direkt einen Daumen nach oben da, freut uns auf jeden Fall sehr. Vielen herzlichen Dank. Gehen wir hier erstmal die Fähigkeiten des Bosses sowie die Aufstellung durch. Der Boss wird in der Mitte des Raumes getankt. Die erste Fähigkeit nennt sich Raserei, welche via Trankshot eurer Jäger entfernt werden kann. Kennt ihr ja vermutlich schon von anderen Bossen, zum Beispiel Magmadar oder Chromagus. Diese führt uns zugleich zur nächsten Fähigkeit Giftblitz, welcher der Grund für den Naturwiderstand ist und nur bei aktivierter Raserei sowie ab 30% angewendet wird. Giftblitz trifft die 15 nächsten Ziele mit ca. 2000 Giftschaden, welche allerdings teilweise resistet werden kann. Für die eingeteilten Spieler oder auch Soaker empfiehlt sich ein ungefährer Wert von 200 plus Naturwiderstand anbufft. Eine weitere Fähigkeit Säurespucke trifft euren Tank und fügt diesen einen sich stapelnden Debuff zu. Wird dieser zu hoch, muss ein Tankwechsel erfolgen. Der Boss ist allerdings nicht spottbar. Ab ca. 5 Stacks sollte man demnach aufhören, Agro zu erzeugen und sich somit vom zweiten Tank überholen lassen. Die nächste Fähigkeit Stich des Flügeldrachen ist ein AOE-Sleep-Effekt, welcher die 10 nächsten Ziele trifft, Pets mit eingeschlossen. Diese kann, sollte aber nicht entfernt werden, da es uns direkt 3000 Schaden zufügt. Ihr könnt höchstens den Tank dispeln, der gerade eben versucht, die Agro zu bekommen, so wie eure Jäger alle anderen einfach schlafen lassen. Jäger unbedingt ihre Pets in Range stellen und am besten selbst bis 30% noch out of range laufen. Noxious Gift ist die nächste Fähigkeit und ist der Grund, warum alle Heiler und Fernkämpfer sich in einem Kreis bis mindestens Halbkreis um den Boss positionieren müssen. Das Gift trifft eine Gruppe von Spielern, macht einiges an Schaden und bringt diese für 8 Sekunden zum Schweigen. Das Ganze funktioniert ähnlich wie auch der Feuerball bei Ragnaros, der zufällig Spieler trifft. Ab 30% geht dann der Soft Enrage los und die 15 sich am nächsten am Boss befindenden Spieler bekommen jetzt alle paar Sekunden den Giftblitz ab. Schaut also unbedingt, dass eure Positionierung passt und ihr gegebenenfalls eingeteilte Spieler zum Nachrücken habt, sollte eine der 15 Soaker sterben. Lieber rennt jetzt ein Hexer oder Hunter ohne Naturresi in Range, anstatt dass es einen Heiler nach dem anderen erwischt. Fassen wir das Ganze aber nochmal kurz zusammen. Die Positionierung in dem Kampf ist hier wirklich das A und O. Im besten Fall muss sich kein Spieler außer die beiden Tanks nochmal großartig bewegen. Reitet mit euren Mounts hin, stellt euch jetzt wirklich als Range-DD und Heiler in einem Kreis bzw. großzügigen Halbkreis um den Boss herum auf, sodass ihr nicht alle zum Schweigen gebracht werdet. Die 15 Soaker, die den Giftschaden abbekommen sollen, stehen von Sekunde 1 hinter dem Boss und das relativ nahe, um den Stich des Flügeldrachen abzubekommen. Der Tank selbst benötigt keinen Naturwiderstand, zumindest sollte er nicht auf richtiges Deathgear verzichten, da er bei Weitem am meisten physikalischen Schaden reinbekommt. Sollte er allerdings gute, vergleichbare Items mit Naturwiderstand haben, spricht nichts dagegen, diese zu equippen. Schaut unbedingt, dass ihr das mit dem Tankwechsel gut hinbekommt. Die Allianz hat es damit Segen des Schutzes etwas leichter. Hebt euch alle CDs für den Schluss auf. Vor allem Zwerge haben hier mit ihrer Steinhaut einen Vorteil, egal ob Tank oder Soaker. Als Heiler hebt ihr euch auch alle CDs bis für die 30% auf, dann kommt extremer Schaden rein. Eure Hunter und Shamis teilt ihr zudem in die Soaker-Gruppen auf, damit diese Aspekt der Wildnis bzw. Totem des Naturwiderstandes stellen können. Als Damage-Dealer jeglicher Art müsst ihr unbedingt auf eure Agro achten und unter beiden Tanks bleiben. Zieht in diesem Kampf auf keinen Fall die Agro. Vor allem Caster müssen bei diesem Kampf aufpassen. Für die Jäger müsst ihr eine Trankshot-Reihenfolge festlegen, um die Raserei zu entfernen. Als Consumables sollte hier jeder von euch vor dem Kampf einen großen Naturschutztrank nehmen, sodass dieser ab 30% nochmal nachgeworfen werden kann. Da das Thema, wie viel Naturwiderstand benötigt man jetzt wirklich, immer so ein Knackpunkt ist, zu guter Letzt noch ein paar Worte dazu. Wir sprechen immer von ca. 200 Unbufft. Das sollte vor allem für die ersten Tries ein guter Richtwert sein. Wir können uns allerdings auf jeden Fall vorstellen, dass mit etwas Erfahrung und vor allem noch besserem Gear der Wert noch deutlich nach unten korrigiert werden kann. Ich meine, umso weniger Widerstand zur Ausrüstung ihr tragt, umso mehr Schaden macht ihr, was wiederum bedeutet, dass der Boss schneller liegt. Heutzutage scheint ja zudem alles möglich zu sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben und vielleicht sogar ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß bei Prinzessin Huron und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.